Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder zu FIFA 14 Ultimate Team WM-Modus. Ja Leute, ich habe jetzt wieder länger nicht aufgenommen. Ich habe eigentlich viel aufgenommen, aber leider habe ich zwei Videos gelöscht. Das war richtig scheiße von mir, tut mir leid. Zwei Spiele hier von dem WM-Modus. Aber was will man machen, ne? Aber ich kann es euch nochmal hier zeigen, den Turnierbaum auf jeden Fall. Bin jetzt im Viertelfinale. Ja, war scheiße, dass ich das außersehen gelöscht habe. Gruppenphase habe ich auch. Ja, wurde ich Zweiter hier, wie man sieht, ne? Mann, tut mir leid, aber jetzt hätte ich mehrere Videos hochgeladen. Ich habe jetzt wenig Videos hochgeladen, ich weiß, sorry Leute. Ich versuche jetzt immer mehr. Aber legen wir mal los, ne? Partie spielen. Ja, und hier mit meinem. Ich habe das Team gewechselt. Habe ich natürlich auch aufgenommen, wie ich das gewechselt habe. Aber, wie gesagt, ich habe es ja gelöscht. Tut mir echt leid. Mann, oh Mann, oh Mann. Hier Özil. Verletzt. Bein. Ne, habe ich nicht. Komm. Ist alle Verletzungen. Ja, hier ist mein Team. Hazard. David Silva. Özil. Und so weiter. Messi natürlich hier noch. Fitness müsste eigentlich stimmen. Ja, geht. Ah, ne. Bei Hazard. Nicht so. Kriegt da ein bisschen Fitness. Komm hier. So, sonst stimmt das aber. Ah, kriegt er hier nochmal. Wer ist das hier? Philipp Lahm, glaube ich, oder? Ja. Philipp Lahm. Ja, gestern war ja das. War das gestern das Spiel? Ja, gestern hat Deutschland gegen Algerien gespielt. Und ich sag mal so, knapp gewonnen. Knapp gewonnen. Ach, jetzt habe ich den Vertrag gegeben. Knapp gewonnen, 2-1. Okay, am Ende war Deutschland schon besser, aber Anfangsphase war Algerien viel stärker, muss man wirklich sagen. Die haben richtig gut gespielt. Hatten richtig gute Chancen, aber leider. Ja, leider. Zum Glück nicht genutzt für Deutschland, ne, sag ich hier leider. Ich meine natürlich zum Glück nicht genutzt. Jetzt treffen wir ja hier auf Frankreich. Ich hoffe, da wird es dann besser. Hoffe ich. Ich denke aber mal schon, ne, Leute. So, jetzt haben wir unseren Gegner. Wie heißt der? Auch Halbfinale sind wir jetzt. Sind wir im Halbfinale. Viertelfinale haben wir schon gewonnen. Mensch, oh Mensch, oh Mensch. Wenn man länger nicht aufnimmt, ist das Kacke. Auf jeden Fall Brasilien heißt er. Er hat Cavani, Muriel, glaube ich. Dempsey. Die haben gestern auch knapp verloren. Gegen wen haben die gestern gespielt? Gegen Belgien. Haben die gespielt. Aber knapp verloren, wobei Belgien besser war. Aber dann am Ende hat USA nochmal richtig Druck gemacht. So. Legen wir los. Salpangidis. Cortes. Ja, macht schon mal einen Fehler. Nutzen wir den? Nicht. Wir nutzen ihn nicht. Kacke, Leute. Der hat reingemusst. Salpangidis. Und Leute, es war natürlich am Montag das Algerien-Spiel. Heute ist Mittwoch. Aber gestern hat USA gespielt. Mann, oh Mann, ich bin immer durcheinander. Ich aufnehme. Auch immer aufgeregt. Ich dann aufnehme. Nein, Spaß. Aber es war natürlich am Montag. Jetzt am Freitag spielen die gegen Frankreich. So. So, Candreva. Komm, Hazard. Ah, den können wir aber schlagen, das merke ich. So gut ist der nicht. Nur wenn meine Abwehr pengt. Sergio Ramos. Ah, das war Bakka, war nicht Muriel. Nee, der geht nicht rein, Junge. So, Jussi Reyna. Da hat der Kriki gepennt. Aber Glück gehabt. Mein Spitzname, ne? Kriki. Jussi. Ja, wenn ihr das wusstet, dass ich Kriki heiße mit Spitznamen, schreibt es mal in die Kommentare. Aber ich glaube, wusstet ihr nicht, weil ich das noch nie gesagt habe.
Komm. Kandreva. Salpi. Hazard. Oh, war abseits. So. Heute ist ja kein Fußball am Mittwoch. Nachher gucke ich ein bisschen Golf noch. Kommt immer auf Eurosport. So, der ist ganz frei. Salpangidis! Nein! Salpangidis, wie kannst du den nicht reinmachen? Eigentlich ein ganz guter Stürmer. Oh, weg damit bloß. Dempsey, Cuadrado. Eden Hazard. Ach, Salpangidis. So. Ich glaube, ich stehe mal ein bisschen auf Defensiv. Der spielt nämlich auf Konter. Oh, der Rodriguez, der hat ein geiles Tor. Gegen Mexiko? Nee. Doch, ich glaube schon. Gegen die Latte und rein. Keine Chance von den Torhüter. Nee, gegen Uruguay war das. Weil der Godin nicht mehr hinterher kam. Wobei, der konnte auch nichts mehr machen. Cuadrado. Der ist schnell, wie man sieht. So, das war natürlich ein Scheißschuss. Habe ich jetzt schon ein Tor machen müssen? Das ärgert mich. Naja, aber was soll's. Es gibt immer mehr Chancen. Algerien hat sie auch nicht genutzt, die Chancen in der ersten Halbzeit. Alter, buh, das wäre ein Tor gewesen. Das wäre ein geiles Tor gewesen von meinem Gegner mit der Hacke. Salpangidis auf Kandreva. Er greift mich nicht an. Und dann habe ich zu spät realisiert, dass ich sprinten kann. Los weg. Özil, Junge. Der Özil. James Rodriguez. Komm. Er darf bloß kein Angerand kommen. So. Salpi gängiges. Der läuft doch Hazard. Komm. Ah, der kann sich nicht durchsetzen. Der ist natürlich nicht so körperstark. Ist auch nicht so groß. Aber dafür schnell. Sergio Ramos. Hazard. Oh, da habe ich den schön stehen gelassen. Aber dann kommt noch einer. Mann. Ja, den kriegt er nicht mal durch den Torhüter raus. Geh doch hin! Immer diese Kackabstöße. Den hätte er sich holen können und dann hätte er einen weiten Abstoß machen können. Er drückt Pause. Weil er hat viel mehr Ballbesitz. 44, eher 55, glaube ich. So, Junge, komm. Jetzt wechselt er wahrscheinlich Ronaldo oder so ein. Alter, was macht der denn? Nee, er hat natürlich kein eingewechselt. Junge! Schuße rein, na gut. Ab nach vorne. Salpangidis. Warum läuft der nicht? Den hätte er haben können. Ich will meinen Torhüter natürlich auch raus. Schuße Reiner. Gute Parade eben. So, Philipp Lahm auch mal am Ball. Und macht einen direkten Scheißpass. Der ist so schnell. Ah, von da trifft er nicht. So, Konter, komm. Hazard. Ja, Mann, Leute. Das 1:0 in der 41. Minute durch Eden Hazard verdient, finde ich. Was ein geiles Tor, Leute. Yes, Mann. Richtig schön gespielt. Und dann der tolle Pass von Kandreva, glaube ich. Und dann natürlich reingeschoben einfach. Mit schönem Effet. Keine Chance für den Torhüter. Wer auch immer da im Tor ist.
Ich weiß es nicht. So, nein. Quadrado. Scheiße. 1-1. Eine schnelle Antwort von Quadrado. Kacke. Das ist natürlich scheiße. Ja, wobei, da konnte nichts machen, der Torhüter. Ich habe ihn zwar rausgeholt. Aber, naja. Ah, ein klasse Doppelpass. Ein Zungenschnalzer. David Silva. Komm. Salpangidis. Das ist natürlich nicht so groß. Mit 1,75. Schön, Fabo. Hazard ist schnell. Nein! Ich hab gedacht, der grätscht nicht. Kacke. Schlechter Reflex von mir. Ja, das wusste ich. Bakker, Alter! Was macht mein Abwehrspieler? Der Bakker ist richtig kacker, ey. Mann. Wer war das denn für meine Abwehr? Oh, Kandreva. Und dann immer noch in der Halbzeit. Immer diese Halbzeit. Ob das immer gescriptet ist, dass man in der Halbzeit entweder macht der Gegner ein Tor oder ich mach dann halt ein Tor. Ey, das ist doch scheiße. Nee, nee, nee. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Oh mein Gott, was war das für ein Scheißpass? Das war der Pepe, glaube ich, eben mit dem Abwehrfehler. So. Salpangidis. Kommt meiner nach. Oh mein Gott. Nee, 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 nee. Das war jetzt gut gegrätscht. Sergio Ramos. Was war das denn für ein Kackpass? Stell mir den Abseits, komm. Oh mein Gott. Richtig schlecht verteidigt. Gut gehalten. Nee, 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 nee. Pepe, komm, spring. Oh, Bender, wohin? Und dann wehrt er auch noch so scheiße ab. Komm, Salpangidis. Ich glaube, der Salpangidis kann nicht mehr. Ab nach vorne, komm. Kandreva. Salpangidis ist doch frei. So, jetzt wechsle ich Messi ein. Nee, 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 nee. Salpangidis kann eh nicht mehr. Jetzt bringen wir mal ein bisschen Tempo mit Reus auch noch. Komm, jetzt geht's aber ja. Komm. 15, 14, 13, komm drück. Sieben, sechs, fünf. Oh, ich habe doch gewechselt. Jetzt drückt mein Gegner natürlich nicht. So, ist der überhaupt da? Salpigindis. So. David Silva. Oh, das war richtig schlecht gespielt. Gut verteidigt von Pepe diesmal. Komm, push dich. Sauber. Fabio, komm. Ja, Salpangidis. Sauber. Nice. Gut gespielt. Platziert von Salpi.
guckt's euch an, Leute. Schöne Drehung, keine Chance für einen Torhüter, der reagiert gar nicht mehr. Und dann habe ich ihn jetzt natürlich ausgewechselt, das ist natürlich nicht so gut. Aber Messi ist natürlich auch ein guter Joker. Und Marco Reus natürlich auch. Schade, dass der nicht bei der WM mit dabei ist. Wobei, wir haben ja eigentlich ganz gute auch noch, Schürrle und so. Ist natürlich auch so ein ähnlicher Spieler wie Reus, würde ich sagen. Nur der Reus ist halt noch torgefährlicher, finde ich. Von der Schnelligkeit tun die beiden sich nicht so viel. So, Messi, komm, schade. Boah, Alter, der war knapp von Cavani. Uruguay hat natürlich auch eine Schwächung, aber dafür ist der Suarez selber schuld. Da beißt er den Chiellini. Wie bescheuert muss der denn sein, der Suarez? Ganz ehrlich, Leute. Der hat sie doch nicht mehr alle. Also schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Zum Suarez. Özil, mach es! Nein, Özil macht es nicht. Schade. Kondrandreva. Ja, Mann! 3-2 in der 70. Minute. Sauber, Mann. Kondrandreva. Richtig guter Spieler hier. Ich glaube, ist ein Italiener. Richtig guter. Schön. Schöner Kopfball. Oh, jetzt wird er wechseln. Jetzt wird er, glaube ich, wechseln. Aber das macht nichts. Wir haben ja jetzt Messi und Reus drin. Dann läuft es. Jetzt kommt auf einmal so Cristiano Ronaldo, Messi. Oh, der vorn kommt, der Ribéry. Oh, schon wieder nimmt er sich nicht den Ball. Und jetzt wieder, aber der, jetzt drücke ich voll Viereck durch. Mit der Ball ganz nach hinten fliegt. Ja, Messi, wie soll der ein Kopfballduell gewinnen, bitte? Sauber, Kondrandreva. Messi wird richtig bedrängt hier. Sauber, Kondrandreva. Nein, das war zu langsam, aber Messi wird sich den Ball wieder. Sauber, Hazard, komm. Flanken wir mal rein. Oh, Özil mit dem Seitfallzieher. Ich glaube, der passt kurz. Nee, auch lang. Reus. Reus ist schnell. Ah, der kommt aber nicht durch gegen G-Miss. Pepe, nice. Nee, da wollte das. So wollte ich das nicht. Ist doch kacke. War abseits, oder? Nee. LOL. Das, ey, was war das denn für eine Scheißabwehrleistung? Da haut er den nicht weg. Das ist doch scheiße. Guckt's euch an. Nee, war schon weg irgendwie. Keine Ahnung warum. Oh Gott, dieser Rodriguez, der ist natürlich schnell auch. Boah, nur lange Bälle macht der. Der macht nur lange Bälle nach vorne. Ich glaube, was anderes kann der gar nicht. Der hat auch voll Offensive. So. Oh Gott. Yo, Ribéry setzt sich gegen Bender durch, ist klar, ne? Auch noch körperlich, ne? Warte, nach vorne. Meine schnellen Spieler gehen nicht nach vorne. Der läuft, lauft euch frei. Nein! Messi, wohin, Junge? Du Pisser!
Oh, das war doch kein Foul. Och, Leute. Komm. Rodriguez, hau den bitte nicht rein. So, jetzt schnell nach vorne. Yo. Ja, Messi, sauber. 90. Minute, sauber. Messi, Junge. Sauber, Messi, Mann. 90. Minute, yes, Mann. Ein bisschen Luck gehört dazu, aber da macht er den rein, sauber. Und mit rechts auch noch. Sauber, in den Winkel. Natürlich keine Chance für den Torhüter. So, jetzt müssen wir aber hier richtig schnell verteidigen. Ja, hau nach vorne, hau nach vorne, hau nach vorne. So. So, den hauen wir nach vorne. Herr Schiri, jetzt können Sie aber auch mal pfeifen, ne? Ja, Mann. Sauber. Geiles Spiel. Und dann in der 90. Minute machen wir den Sieg noch klar. Au. 14 Paraden und der 6. Aber geil. Na, Luck gehört dazu. In der 90. Minute. Ja. 4:3. Ein sehr torreiches Spiel natürlich. Aber gewonnen ist gewonnen. So, dann öffnen wir eben noch das Pack. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich im Finale, hoffe ich. Und ich denke mal, ich hoffe mal, wir gewinnen. Mal gucken, wie wir hier ziehen. Und wir ziehen Makinho, alles klar, adieu. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt was in die Kommentare. Und ich hoffe, ihr seid im Finale dann dabei. Haut rein, ciao.